Also. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist Teil 2 des Zählerkastenbaus. Erich ist wieder da, es ist ein neuer Tag. Er war in der Früh kurz hier, dann war er wieder weg. Jetzt sieht man, er ist wieder da. Also es ist ein Wahnsinn, manchmal ist er dann wieder weg. Jetzt kehrt er hier zusammen, weil Erich meint, neben der Fräse sollte es sauber sein und das ist auch richtig, denn hier auf diesem Staub kann man leichter ausrutschen. Ich gehe kurz auf die Seite. Wichtig ist auch ein ganz großer Besner. Ich habe gestern dann noch den ganzen Schlitz und Zapfen fertig gefräst. Das haben wir im Video ja gesehen. Und jetzt werden wir Nut fräsen. Ich habe die Nut eingestellt. Man muss hier innerhalb dieses Schlitzes sein, sonst würde man ja außen die Fräsung sehen. Außer man tut Einsatzfräsen. Und damit ihr das auch seht, werden wir hier durchgehend fräsen. Wie gesagt, kleiner wie die Nut, wie der Schlitz. Und bei den Querstücken, wo die Zapfen dran sind, werden wir Einsatzfräsen, damit man nicht sieht, dass gefräst ist. Keine Variation dieser beiden hat Vorteile oder Nachteile. Bei dieser Situation, wie wir machen mit Einsatzfräsen, hat man mehr Leimfläche beim Zapfen. Ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Bevor man die Fräse aufdreht, immer probieren, ob es läuft. Die Geschwindigkeit vom Vorschub gleich wählen. Die Teile immer hineinlassen mit dem Tischlerdreieck nach innen, denn innen ist die Füllung und die Nut. Wir fräsen zweimal. Einmal so und dann drehen wir das Ganze um. Dann können wir sicher sein, dass die Nut exakt ausgeglichen ist. Perfekt. Nicht ausgerissen. Hier kann man sehen, dass wir um einen halben Millimeter kleiner sind. Es ist aber ausgerissen. Ja. Die Längsteile haben wir gefräst. Jetzt ist Einsatzfräse an der Reihe. Einmal von oben, einmal von unten. Beim Einsatzfräse ist es wichtig, ein Brett hinzuspannen, dass es das Teil nicht wegschleudern kann, sonst wirft es das zurück. Wenn hier ein wenig Luft ist, ist es auch nicht schlecht, dann kann es diesen ganzen Abfall abtransportieren. Das zwingt man sich her. Ja, etwas russisch, aber gehen wir es an. Hier hinten her, dass es nicht zurück kann. Mit diesem Teil drücke ich es an den Fräser. So sieht die Nut aus und jetzt habe ich noch diese zwei hier immer wieder, wo das Tischlerkreuz hineinschaut. Der Rahmen, also die Verkleidung vom Zählerkasten wird jetzt geleimt. Wir leimen nur die Zapfen, stecken das zusammen und auf Winkligkeit muss man nicht achten, wenn das dicht ist, passt es, denn das ist genau im rechten Winkel gefräst. Und während der Leim hier trocknet, werden wir die Füllungen zuschneiden, die haben wir schon ausgespannt, die sind trockener, werden dann den Falz jetzt hobeln. Der Hund wartet auf bessere Zeiten. Ich stelle mir das jetzt schon her, achte auf das Tischlerdreieck wieder, wie immer. Unten gebe ich mir Zeitung her, dass ich die Hobelbank nicht so, der Leim, der hier rauskommt, wische ich gleich weg. Hier kommt das nächste. Ah, macht wieder Leim weg. Man spart, wo man kann. Schön zusammen. Jetzt legen wir uns das her. Unter die Verbindung kommt wieder Zeitungspapier, damit der Rahmen nicht gleich an der Tischplatte kleben bleibt. Und jetzt kann man hier schon erkennen, wie schön das schon zusammen ist. Und jetzt werden wir Zwingen ansetzen und ziehen das Ganze richtig zusammen. Immer der Druck neben den Zapfen. Wenn ich jetzt ansehe, sieht man, wie die Luft hier weg wird, also wie die Luft verschwindet. Ziehe ich noch alles nach. Bei Schlitz und Zapfen muss man hier jetzt Druck ausüben, damit das zusammenhält. Das wäre bei einem eingestemmten Zapfen der Keil. Und hier ist es das. Natürlich ist das nicht die optimalste Verbindung für außen, denn hier können sich die Wangen wegdrehen, aber ich hoffe nicht. So, Erich spannt das an, hat Zeitung hingelegt, sonst würde er dieses Backel ja befestigen am Rahmen. Hier noch und hier, wo ich mit dieser Einhand zwinge. Wir sind dicht. Jetzt werden wir die Kreissäge wieder abräumen und werden die Füllungen schneiden, oder? Die Breite ist 23,5 und die Länge ist 72.
Hier kratzt sich wirklich nur mehr weg, das ist sich gerade so ausgegangen. Die Fräse ist jetzt eingestellt. Jetzt schauen wir noch, ob es wirklich genau passt. Ein Probestück, einmal habe ich schon gefräst. Jetzt schauen wir nochmal, ich habe nachstellen müssen. Versuchen wir, ob es hineingeht. Perfekt. Wichtig ist, dass auch ein Opferholz zum Nachtauchen, dass es nicht ausbricht. Bei der Längsrichtung ist das kein Problem, aber über das Hirn auf jeden Fall nachtauchen. Und immer in Kreis fräsen, falls was ausgebrochen wäre, ist es jetzt wieder weg. Beim Längsholz braucht man nichts nachtauchen, da bricht auf jeden Fall nichts aus. In der Zwischenzeit richtet der Erich alles für Streichen her. Das ist irgendeine Farbe, die hat er zu Hause gehabt. Ich habe gesagt, streichen wir mit Leinölfirnis. Er hat gesagt, nein. Der Erich streicht das jetzt schon vorab. Füllungen streicht man aus dem Grund vorab, bevor man es verleimt, denn wenn es zusammentrocknet und man hat es danach gestrichen, nach dem Verleimen, also wenn der Rahmen schon herum ist, dann würde man seitlich das Hirnholz, also das Fichtenholz sehen und so ist es komplett verschwunden. Erich streicht das Hirnholz, weil er glaubt, es kommt Wasser in die Nut hinein. Er hat irgendwie Zweifel an unserer Arbeit. Ist das dann deckend oder ist das nicht deckend, diese weiße Farbe? Also, man sieht die Maserung dann später durch. Ganz leicht sieht man, dass das wirklich nur eine Füllung ist. Okay. Ist das für außen, ist diese Farbe auch, oder? Ja. Ein Traum. Fenster und Türen. Gefällt mir gut. Wirkt gekalkt. Genau. Es ist was Schönes, ja? Ja. Es ist ja auch die Eingangstüre und die Fenster weiß. Also folgedessen sollte der Zählerkasten dann auch weiß sein. Lassen wir das trocknen und wenn das trocken ist, werden wir es nochmal streichen? Nein, oder? Nochmal? Nein. Dann mit dem Rahmen nur mehr. Das bisschen, ja. Was machen wir in der Zwischenzeit, Erich? Wir können auf die Deponie fahren. Mülldeponie. Vielleicht finden wir irgendwelch ein schönes Alteisen, irgendwas. Super. Altes Werkzeug oder sowas. Falls jemand altes Werkzeug will, wir verkaufen es. Wenn wir was finden. Wir verkaufen doch keines. Erich wird jetzt die Kanten schleifen, wo innen die Füllung hineinkommt. Die Füllung haben wir gestrichen, kommt jetzt hinein in die Kanten. Später kommt man ja dann schwer dazu. Daher vorher, den Rest kann man später schleifen. Oben, wo sich Schlitz und Zapfen treffen, wenn man hier ungenau schleift und rund wird am Schluss zum Beispiel, sieht man das später. Also achtsam arbeiten. Erich, wie geht's dir dabei? Spürst du was? Ja. Erich tut jetzt hier innen in der Nut die Kanten brechen, damit die Füllung erstens besser hineinrutscht und zweitens sieht es schön aus. Später, wenn Franzen herausschauen, kann man die nicht mehr wegschleifen. Und so geht das ohne Problem. Nicht zu viel. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich hoffe, ihr könnt das annähernd sehen, wie sauber diese Kante jetzt ist und wie schön. Oft machen es die Kleinigkeiten im Leben aus, oder Erich? Ja. Mit dem Leimen jetzt. Achso, der Erich leimt schon, ich rede hier und dann später, wenn ich die Kamera abdrehe, sagt er, ich rede nur und leime nicht. Er leimt die Zapfen an, ich leime die Schlitze an innen. Wir haben hier diese Stäbchen, wir machen häufig Kaffee außen und dort, wo wir den Kaffee trinken, dort haben die so Stäbchen zum Umrühren. Also die anderen gehen wirklich hin Kaffee trinken wegen der Pause und so. Uns geht es rein um die Stäbchen, oder? Genau, nur um die Stäbchen. Gratis, ja. Wenn er wegschaut, dann nehmen wir immer zwei. Ja, ja. Heute haben wir drei genommen. Aber heute war auch ein wilder Tag, oder? Ja. Irgendwie sind die Stäbchen zwar gut, aber so richtig wenig Leim bleibt daran haften. Kameraposition wird sich jetzt nicht viel verändern. Denn beim Leimen haben wir keine Zeit. Der Erich will das nicht, ich will das nicht. Wir wollen das alle nicht. Der Karl will das auch nicht. Der Karl August will das auch nicht, das ist der Hund. So, fertig. Erich steckt das jetzt schon zusammen. Immer schauen, Tischlerdreieck.
Ja, bei diesen Schlitz und Zapfen ist das mit den Leimen nicht so einfach. Da drückt sich sehr stark der Leim immer heraus. Warte, hinten wische ich den Leim gleich grob weg. Ah, das ist wichtig, dass das hier oben liegt. So muss man das gerade ziehen, dass sich da nichts drehen kann. Dann bleibt das Bürl gerade. Dann kann ja das nicht mehr verrutschen. Wenn man hier zusammendreht, muss man aber Acht geben. Ah, hier ist das schon ganz zusammen. Dann kann man hier ruhig ziemlich ganz. Und jetzt wie beim Rahmen, bei den Verkleidungen, jetzt kommt hier oben und unten ein Backel rauf und dann wird mit der Zwinge ich halte das, geht schon, und dann drückt man das wirklich schön gleichmäßig zusammen. Die Faser läuft da quer, damit es wirklich gleichmäßig drückt. Jetzt ist das verleimt, jetzt sieht man, die Füllung ist irgendwie, die kann man jetzt hinten schön mit Stemmeisen richten, da fährt der Erich hinein, es ist ja kein Leim drauf, aber besser, man richtet es gleich nach dem Verleimen, denn an irgendeiner Ecke kann ein Leim sein und dann, wird es irgendwo kleben, und daher ist es besser, wenn man das gleich macht, die Luft schön aufteilen, dass es ein schönes Gesicht hat, und irgendwo wird es sicher kleben, wie gesagt, und dann. Ich habe die Teile jetzt ausgespannt und jetzt werden die Kanten geschliffen, und ratet mal, wer nicht da ist, genau, der Erich. Er ist wieder gefahren. Ich kann alleine für seine Mutter die Zählerkassentüren machen. Was glaubt ihr, was er seiner Mutter erzählt? Von mir kein Wort. Ihr werdet euch wundern, warum der Tisch so sauber ist. Ich habe den mit so einem Rostentferner abgeschliffen, eingelassen und dann so mit einer Eisenpflege gepflegt. Also daher ist er so schön. Die Längskanten beim Dürl sind kein Problem, wenn man da einfach durchfährt. Aber wenn man jetzt schleifen will, die kleinen Kanten, also die da quer, die Seite bei einem Rechteck, die kürzer ist, ist schwer zu schleifen. Das kann man nicht halten. Das bekommt man nicht im Winkel. Da braucht man unbedingt so einen Anschlag. Gar nicht mit einem Winkelhaken. Am besten mit einer Platte, die im rechten Winkel ist. So ist es nicht im rechten Winkel. Und so ist es jetzt im rechten Winkel. Drücke ich mir hier an und dann ziehe ich beide Gewinde fest. Und jetzt kann man ordentlich die Kanten schleifen. An der kurzen Seite meine ich. Ganz genau. Jetzt habe ich die beiden Türen übereinander gehalten. Sie müssen gleich lang sein. Jetzt sind sie exakt gleich lang. Was glaubt ihr, wer jetzt wieder da ist? Der Erich. Jetzt, wo die Fräsarbeiten sind, schaut er mir zu, tut Wurstsemmle. Hallo Erich. Jetzt wird der Falz gefräst. Es ist nur auf eines zu achten, wo die Türen zusammenschlagen. Dieses eine Fries ist breiter, da muss der Falz auf der anderen Seite angefräst werden. Das wird nachgeschoben immer, dass es nicht ausreißen kann quasi. Hier ist das breite Fries, das darf nicht gefräst werden.